Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen im Namen des Präsidiums des American Football Verbands Bayern hier in der Grand Center Arena in Herzogenaurach zur diesjährigen Auflage der Coaches Convention. Ein herzlicher Dank vorab, erst einmal an unseren Gastgeber, der es uns ermöglicht hat, so einen tollen Rahmen zu finden für die diesjährige Veranstaltung. Dann möchte ich mich natürlich recht herzlich im Vorfeld bedanken und auch begrüßen alle namhaften Referenten, die dieses Jahr hier wieder diese zwei Tage für euch gestalten werden. Nicht vergessen möchte ich natürlich ein kurzes Lob an den Martin Hanselmann und Peter Kuhn und sämtliche anderen helfende organisatorischen Hände zu richten, die es auch dieses Jahr wieder geschafft haben. Ich hoffe doch, ich denke mal ganz sicher sogar, ein erfolgreiches Event hier stattfinden zu lassen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich auch sehr kurz fassen, weil der Zeitplan relativ straff ist, und übergebe an den Martin Hanselmann, der das Weitere hier moderieren wird. Danke, viel Erfolg. Vielen Dank an das Präsidium des IVY, dass wir diese Veranstaltung jedes Jahr ausrichten dürfen. Und dann natürlich erstmal ein Hallo und guten Morgen in Franken. Da fühle ich mich natürlich wie zu Hause und auch sehr wohl. Freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder eine Rekordveranstaltung haben, hier im Adidas Brand Center. Eine super Location, wie ich denke, Sport, da wo wir hingehören, nicht einfach nur irgendwie im Vorlesungssaal, sondern wirklich in dem Sportgelände. Die Facilities sind ja toll, und ich glaube auch das Rahmenprogramm außenrum ist sehr gut geworden. Auch ich kann und möchte mich auch gar nicht so sehr lange aufhalten. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir die Coaches Convention jetzt zum 9. Mal auflegen und es im Vorfeld mit den Helfern uns jedes Mal ein ganz großes Anliegen ist, dass wir viele Trainer hierher bringen, die gemeinsam mit ihren Kollegen über American Football sich austauschen, dass wir einen großen Wissensaustausch haben, dass wir eine tolle Abendveranstaltung haben und natürlich, dass ihr sagenhafte Vorträge hört. Das ist uns immer ein Anliegen, und das ist auch die Hauptsache dieser Convention. Und so möchte ich gerne, dass wir das alle sehen, dass wir uns alle auf diese zwei Tage reines Football freuen und ihr hoffentlich sehr viel mitnehmen. Wir sind froh über jede Anregung, die wir bekommen, damit wir die Veranstaltung in Zukunft noch mehr promoten können, dass wir sie noch besser machen können und hoffentlich dann auch in einem größeren und besseren Rahmen, dann auch wirklich wieder organisieren können. Herzlichen Dank an euch alle jetzt schon an dieser Stelle, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung durchziehen können, und ich freue mich gleich an den Peter Kuhn weitergeben zu können, damit wir im Zeitplan bleiben und die ersten Referenten dann hier auch ihr Footballwissen preisgeben. Vielen Dank und viel Spaß! Zeitplan ist für mich heute mein Stichwort, da werdet ihr mich im Laufe des Tages wahrscheinlich hassen. Aber wir haben zwei Stränge, die wir bedienen müssen, die einigermaßen parallel laufen sollen. Deswegen ist mein Job heute vor allem auf den Zeitplan zu achten. Und ich werde zwischendrin immer mal das ein oder andere organisatorische vortragen. Ich bedanke mich zunächst mal natürlich auch, vor allem bei euch. Wir waren am Anfang sehr nervös, weil wir haben diesmal vieles neu und anders gemacht. Erstens mal die tolle Location. Zweitens die zwei Vortragsstränge, und wir wussten nicht, wie gut kommt es bei euch an. Und allein die Menge, die sich angemeldet hat, also meine letzte Zahl war über 180, vielleicht knacken wir heute sogar die 200, und damit sind wir definitiv eine der größten Coaches-Veranstaltungen, zumindest in Europa. Da sind wir sehr stolz drauf, und dafür bedanken wir uns bei euch, dass ihr das so honoriert und so zahlreich gekommen seid. Organisatorisch, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben auch neu, dass es diesmal Übersetzungen gibt, die eben per Bildschirm hinten angezeigt werden, sodass, das habt ihr sicherlich schon bemerkt, wer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Englisch hat, sich lieber in die Nähe von so einem Bildschirm setzt. Wir haben zwei Übersetzer heute im Einsatz, den Sven Kelly und den Hauke Bastard, da ich mich natürlich auch super bedanke. Beide machen es heute das erste Mal. Die haben auch noch meinen alten Computer und müssen mit meinem alten Word arbeiten. Also bitte nicht das Kichern anfangen, wenn da irgendein Rechtschreibfehler sich einschleicht. Das wird mit Sicherheit passieren. Also auch das ist ein Experiment.
die schaffen es natürlich nicht, das Wort wörtlich hier zu übersetzen, sondern die versuchen, den groben Rahmen mitzugeben. Wir haben eingerichtet für heute einen Twitter-Account, der mit dem Hashtag AFVWY versehen ist. Das heißt, ihr könnt twittern. Und ich bitte euch auch, ihr habt alle eure Smartphones dabei, macht viel Bilder und setzt sie auch ins Internet. Er sagt, da ist mir meine Datenrate nicht groß genug. Oben an der Rezeption gibt es ein paar Codes, wo ihr ins WLAN rein könnt. Macht viel Bilder ins Internet, nutzt Facebook, nutzt auch unsere Facebook-Gruppe, um da die Bilder reinzumachen. Also auch der Christian Schneider, der Bilder macht, die wir dann später bekommen, wenn er es ein bisschen bearbeitet und ausgewählt hat.